Markus Lanz hat AfD-Chef Chrupalla in seine TV-Show eingeladen und wollte ihn komplett blamieren. Aber Chrupalla dreht den Spieß einfach um und zerstört Markus Lanz und seine Gäste komplett. Es war wirklich ein richtiges Feuerwerk. Alle Details in diesem Video. Gestern Abend wurde mit Tino Chrupalla seit langem mal wieder ein AfD-Politiker in eine deutsche TV-Show eingeladen und das Motto hieß wie immer: Alle gegen einen. Allerdings hat das nicht mal ansatzweise geklappt. Chrupalla war nicht nur der Gewinner des Abends, sondern er hat Markus Lanz und seine Gäste komplett in den Boden geredet. Und das Wichtige dabei ist, er hat nicht nur ausgezeichnet auf die Angriffe der anderen Gäste geantwortet, sondern er hat auch ganz klare und gute Vorschläge für die Zukunft unseres Landes gemacht. Es war wirklich ein richtiges Feuerwerk, welches eindrucksvoll bewiesen hat, warum die AfD immer mehr Zuspruch bekommt und warum die anderen Parteien so richtig abkacken. Deswegen schauen wir uns mal ein paar richtig gute Ausschnitte an und dann werde ich meinen Senf dazugeben. Würden Sie es machen? Wenn die Partei es möchte, dass Sie es machen, und wenn Björn Höcke das möchte, würden Sie es machen? Wieso Björn Höcke? Ist der nicht wichtig? Nein, aber das hat bei uns die gesamte Partei zu entscheiden. Das entscheidet bei uns am Ende ein Parteitag. Bei uns wird das nicht ausgekungelt, wie es vielleicht in anderen Parteien ist. Da sind wir noch ein bisschen, anders. Also direkt am Anfang mal ein richtig schöner Konter von Chrupalla. Er zeigt eindeutig, dass bei der AfD eben noch Basisdemokratie herrscht und kein perverses Parteigeklüngel wie bei den Altparteien. In der AfD werden die Kandidaten nämlich noch demokratisch gewählt und nach Qualifikation ausgesucht. Und genau das ist es, was wir in Deutschland brauchen. Wir brauchen mehr Basisdemokratie und wir brauchen Leistungsträger in den Spitzenpositionen. Wir wissen wie bei den Grünen. Alles wie bei den Grünen bei Ihnen. Merken Sie. Sie sind eigentlich eine wahnsinnig progressive Kraft. Doch, es gibt einen großen Unterschied zu den Grünen, ja. Vor allen Dingen auch zu den Führungsduo der Partei an sich selbst. Sie haben, weil es ist bei den Grünen abgeguckt. Nein, wir haben uns eines nicht abgeguckt. Das Führungsduo der AfD hat einen Berufs- und einen Schulabschluss, beziehungsweise auch einen Studienabschluss. Das haben die Grünen beiden Vorsitzenden eben nicht. Also der war richtig geil. Das war ein richtiger Volltreffer gegen die Grünen. Und deswegen wollte Lanz auch ganz schnell weitermachen, um dieses Eigentor mit dem grünen Vergleich ganz schnell unter den Teppich zu kehren. Naja, nun kam ja jetzt vieles hinein, was ja einfach auch der Programmatik unserer Partei nicht stimmt, Herr Fratscher. Das muss man ja einfach mal so sagen. Wenn Sie sagen, wir wollen die Grenzen schließen. Nein, wir wollen die Grenzen nicht schließen, wir wollen die Grenzen kontrollieren. Das ist ein großer Unterschied. Sie wollen auch. Und natürlich, wollen wir Freihandel. Und das hat die EU groß gemacht, da haben Sie vollkommen recht. Auch das wollen wir in Zukunft. Also Europa ist deutlich mehr als Freihandel von Gütern und Dienstleistungen. Das ist viel zu eng gefasst. Ohne einen Binnenmarkt, und dazu gehört auch Regulierung, dazu gehört Kapitalmarkt, das Kapital, das Unternehmen über die Grenzen hinweg investieren können, ist für deutsche Unternehmen überlebensnotwendig. Und auch der Euro, na, Sie haben es nicht verkürzt. Das gehört zu der EU heute dazu. Und das wäre ohne den Wohlstand, den wir heute in Deutschland haben, wäre das nicht möglich. Also Europa ist nicht nur Freihandel, sondern sehr viel mehr. Und der wichtigste Errungenschaft ist der Binnenmarkt. Und dazu gehört übrigens auch die Freizügigkeit für Menschen über die Grenzen hinaus sich zu bewegen. Deutschland hätte den Wirtschaftsboom der 2010er Jahre ohne die Freizügigkeit der Menschen in Europa nicht geschafft. Will doch niemand profitieren. Dann wollen auch wir nicht abschaffen. Aber das gehört zu Europa zu. Doch, das wollen Sie abschaffen. Sie wollen die Europäische Union. Nein. Das haben Sie, behaupten Sie. Sie wollen auch gegen den Euro. Auch das ist ein Riesengewinn. Sie können doch nicht behaupten, dass wir das abschaffen wollen. Es steht weder in irgendeinem Programm. Entschuldigung, Sie stellen Nein, das behaupte ich nicht. Ja, und hier bei diesem Ausschnitt konnte man ganz deutlich sehen, wie das perfide und schwachsinnige Spiel der ganzen AfD-Gegner funktioniert. Sie unterstellen der AfD am laufenden Band irgendwelche Sachen und Lügen, bis die Balken biegen. Fratscher behauptete zum Beispiel, dass die AfD komplett gegen die EU ist. Also auch gegen den gemeinsamen Handel und gegen die Freizügigkeit. Und das ist einfach komplett gelogen. Selbst Chrupalla sagte in der Show, dass Fratscher lügt, ja?
eindeutig. Aber der ignoriert das einfach, der macht weiter und wiederholt auch noch seine Lügen. Und genau diese Strategie benutzen sehr viele AfD-Gegner, die unterstellen der AfD einfach, was einfach komplett gelogen ist. Aber immer mehr Leute in der Bevölkerung durchblicken eben diese Lügen und daher bekommt die AfD auch immer mehr Zulauf. Und da muss man sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Fratscher und Konsorten, für diese nicht mehr funktionierende Strategie, die jetzt immer mehr auffliegt und zeigt, dass sie einfach nur Schwachsinn labern. Okay, machen wir mit dem nächsten Ausschnitt weiter. Deutschland ist der große Gewinner der Migration von anderen Europäern nach Deutschland gewesen in den letzten 15 Jahren. Ohne diese Zuwanderung hätten wir den Wirtschaftsboom in den 2010er Jahren nicht gehabt. Ohne diese... Ja, aber dann 2010 ist vorbei, Herr Patsch. Wir haben jetzt im Jahr 2023. Ja, aber nochmals. Ja, und wir haben keinen Wirtschaftsboom mehr, wir haben eine Rezession bekommen. Ja, und wieso? Weil wir einen Krieg mit der Ukraine haben, weil wir eine Corona-Pandemie hatten. Also nochmals. Andere Länder hatten das auch, wir haben keine Rezession. Sie haben völlig recht. Also das war wirklich richtig geil, dieser Konter. Und das war wirklich ein K.O.-Schlag von Chrupalla gegen diesen Fratscher. Geflüchtete gehen häufig nicht so schnell in den Arbeitsmarkt wie Europäer und Europäerinnen, die nach Deutschland kommen. Das ist völlig richtig. Aber auch hier sehen wir in vielen wissenschaftlichen Studien, zum Beispiel die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainer in den Arbeitsmarkt, ist eine Erfolgsgeschichte. Und auch hier erzählt der Fratscher wieder gequirlten Schwachsinn ohne Ende. Der sagt allen Ernstes, dass die Integration der Ukrainer bei uns eine Erfolgsgeschichte ist. Das ist so falsch und so lächerlich, dass sogar Markus Lanz hier einschreiten und ihn korrigieren muss. Schau mal hier. Was Ukrainer angeht, sind wir schlechterin, und darüber reden wir heute. Häufig hier, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Da sind wir schlechterin, ist so. Wir haben jedes Jahr Rekordzuwanderung und wir haben trotzdem dieses riesige Fachkräfteproblem. Wir kriegen die Leute nicht in den Arbeitsmarkt. Da haben Sie einen Punkt. Ich glaube, bei Ukrainern ist die Arbeitsquote irgendwo bei 18-20%, in den Niederlanden bei 50%, in Dänemark, glaube ich, bei auch 50-55%, in Polen höher, in allen anderen Ländern rund um uns herum. Höher, wir sind da nicht gut. Also ihr merkt schon, dass der Fratscher wirklich ein Totalausfall ist. Aber pass auf, der Oberknaller, der kommt jetzt erst noch. Und das ist wirklich eine Sache, die ihn komplett als Wirtschaftsexperten disqualifiziert. Schau mal rein. Nee, diese Zahlen steigen jährlich immer weiter an. Immer mehr Menschen in Deutschland wollen dieses Land und junge Menschen wollen dieses Land verlassen, weil sie irgendwo an eine bessere Perspektive haben, mehr halt verdienen. Und da muss man sich die Gegenfrage stellen, warum soll ich als gut ausgebildeter Migrant, wenn ich die Wahl hätte in Europa, ausgerechnet nach Deutschland kommen. Mit den höchsten Abgaben, mit den höchsten Steuersätzen würde ich nicht nach Deutschland kommen. Warum? Bei der Willkommenskultur vielleicht eher. Was ist denn die Willkommenskultur? Hohe Steuern und Abgaben, Herr Fratscher? Das kann doch nicht ernst sein. Das viel Wichtigere sind die Steuern und Abgaben. Deutschland ist ein attraktives Land für viele Zuwanderer in Europa. Kein Land hat in den letzten 15 Jahren... Konkret. Mit guten Arbeitsplätzen, gut bezahlt. Da habe ich doch was gesagt, dass wir irgendwann das mehr oder weniger Abgaben und Steuern haben. Universität. Also das Argument, Menschen würden abwandern, weil die Steuern hoch sind, das ist so nicht richtig. Sorry, also Fratscher sagt allen Ernstes, dass die Leute nicht wegen den Steuern abwandern. Und mit dieser Aussage outet sich Fratscher wirklich als der größte wirtschaftliche Vollpfosten, den es gibt und auch als großer Lügner. Er lügt hier einfach komplett. Ich meine, ich selbst bin ja das beste Beispiel. Ich bin eine hochqualifizierte, studierte, ausgebildete Fachkraft, ja? Und einer meiner drei Gründe für die Auswanderung waren die hohen Steuern. Das war ein Grund, warum ich ausgewandert bin. Und der Fratscher behauptet einfach das Gegenteil. Er sagt, die Leute wandern nicht wegen Steuern aus. Doch, ich bin unter anderem deswegen ausgewandert, ja? Dieser Typ hat einfach null Ahnung, der lebt in seinem rosaroten Elfenbeinturm und ignoriert komplett die Realität, ja? Und der Typ will der Chef eines wichtigen Wirtschaftsinstituts sein? Genau das ist nämlich der Grund, warum es Deutschland gerade so schlecht geht. Weil völlig inkompetente Typen wie der etwas in Deutschland zu sagen haben und die Politiker auf ihn hören.
Okay, also das Video ist jetzt ziemlich lang geworden, das waren jetzt nur ein paar Ausschnitte, aber ihr könnt sehr deutlich sehen, worauf es hinausläuft. Die AfD ist nicht nur schlagfertig in Bezug auf diese ganzen Schwachsinnsargumente der Altparteien und der Medien, sondern sie haben auch eine wahre Vision für unser Land und sie bieten richtige Lösungsansätze. Und genau darum wird die AfD 2025 die Wahl gewinnen und dann unser Land wieder nach vorne bringen. Was sagt ihr denn zu diesem Auftritt von Kubralla? Hat er sich gut geschlagen oder hat er sich komplett blamiert? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.